Ja, hallo, ich begrüße euch aus dem schönen Südtirol. Ich wollte mal wissen, wie die Leute so sind in diesem wunderbaren Südtirol, das man eigentlich nur aus der schönen Touristenwerbung kennt, aus den Prospekten, von den feinen Weinen, vom feinen Speck und was auch immer es da gibt. Ich wollte einfach mal wissen, wie verhalten sich die Leute da? Wie denken die Leute da? Wie fühlen sie sich wie in ihrer Umgebung, in der Umgebung von Bergen? Links und rechts an den Tälern sind Berge, die hochragen bis zur Schneefallgrenze hoch. Und da unten die wunderschönen Weinberge, die Obstplantagen und alles, was dieses wunderschöne Land da so bietet. Weil die Leute, die zu mir kommen, habe ich dann immer gespürt, die sind teilweise so sehr stark in sich gekehrt, irgendwo aber auch sehr viel Hass und Wut in sich, viel Aufgestautes, viel Nicht-Ausgelebtes, weil es einfach sich scheinbar hier in diesem Land nicht gehört. Man sollte möglichst wenig auffallen, man sollte sich anpassen, sonst wird geredet im Dorf, sonst wird über einem hergezogen, wie man so schön sagt, und wird man dann teilweise auch abgestempelt, geschweige denn, wenn man irgendwo zum Beispiel eine andere Richtung der Sexualität auslebt, sei es, dass man schwul oder lesbisch ist, was eigentlich für diese Region fast ein No-Go ist und auch sehr viele junge Leute zum Beispiel in den Suizid getrieben hat. Ja, ein Land, wo eigentlich alles wunderschön und brav und zuvorkommend ist, aber genau so sieht es eben in den Menschen drin selbst nicht so aus. Und ich habe auch natürlich das da angetroffen, sehr freundliches, sehr zuvorkommendes Volk, wunderschöne Hotels, sehr gute Restaurants, wo man köstlich sich ernähren kann da. Nicht immer natürlich so gesund mit dem Speck und den Knödel und. Aber das macht es ja vielleicht gerade aus. Aber hinter dieser Fassade von diesen lieben, netten Menschen da, hat sich natürlich schon einiges verborgen und habe ich einiges festgestellt. Und liebe Südtiroler, ich möchte euch einfach nur eins sagen und mit auf den Weg geben und auch erstens einmal Danke sagen, dass ihr überhaupt den großen Weg, die 4 bis 5 Stunden Weg, ist gerade eine wunderschöne Harley vorbeigefahren, das gehört auch zum Südtirol, dass ihr den wunderschönen Weg an den Zürichsee von 4 bis 5, 6 Stunden auf euch nimmt, um zu euch zu schauen, zu euch zurückzukommen, zu eurer Gesundheit zu kommen. Und was ich sehr, sehr schätze und eben auch, wie gesagt, jetzt eigentlich auch als Dank an euch da zurückbringe und euch auffordern möchte, seid einfach mutig, seid mutig, anders zu sein, seid mutig, offen zu sein, seid mutig, weltoffen zu sein. Geht in die Welt hinaus. Sei es nach Österreich, sei es nach Deutschland, sei es nach Italien oder wo auch immer. Verändert euch. Passt euch der heutigen Zeit an, mit allem. Mit den Kleidern, mit den Gefühlen, mit den Worten, die man heute aussprechen darf und ausleben darf. Und seid einfach mutig. Egal, ob man etwas macht oder nicht, dass ihr es macht. Und vielleicht sogar genau deshalb, weil man es nicht macht. Ich sehe kaum Südtiroler, die sich öffentlich küssen.
Liebespaare, die sich öffentlich küssen, ist irgendwie wie so ein No-Go hier. Und ich finde das sehr schade. Steht zu euch, steht zu euren Gefühlen, steht zu euren Neigungen oder was auch immer und lebt das auch. Ihr lebt da in einem wunderschönen Land, aber vergisst nicht, da draußen gibt es eine andere Welt und habt den Mut, auch dort hinauszugehen und dies auch zu leben. Also in dem Sinn, seid mutig, seid ein bisschen provokativ, geht in die Welt hinaus, genießt das Leben, steht ein für eure Gesundheit, steht ein für euer Leben, steht ein für eure Meinung, egal was andere denken. In dem Sinn, ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Zeit und ich höre jetzt da diesem Vogelgezwitscher neben diesen wunderbaren alten ursprünglichen Weinreben und Weinrebengerüste da, die da stehen. Genieße da noch ein bisschen das Südtirol. Also in dem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten. Danke.